Der Ernst des Lebens bleibt vor der Tür, allen ist nach Feiern zumute. Schon schön. Freudvoll ist das hier heute auch. Und ich freue mich aus vielen Gründen, über die ich auch gleich reden möchte, ganz besonders. Aber es hat ja keinen Zweck zu verdrängen, dass ausgerechnet 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs der Antikriegstag wichtiger geworden ist denn je. Und es hat eine bizarre Symbolik, dass die deutsche Regierung in der vergangenen Nacht beschlossen hat, an kurdische Milizen im Nordirak Waffen zu liefern. Und der Bundestag, der in dieser Angelegenheit gar nichts zu sagen hat, was ja auch bemerkenswert ist, hat diesen Beschluss mit der erdrückenden Mehrheit einer großen Koalition unterstützt. Heute Morgen im Radio hat eine Kollegin einem Politikwissenschaftler die berechtigte Frage gestellt, was läuft da schief, wenn 70% der Bevölkerung gegen diese Waffenlieferungen sind, aber die überwältigende Mehrheit des Bundestages, danach sah es ja auch heute früh schon aus, ihres Gesprächspartners lief darauf hinaus, dass wir in Deutschland schließlich keine direkte Demokratie haben. Da läuft also nichts schief und der Hammer kommt ja erst. Abgeordnete und Regierung hätten nun mal gegenüber der Bevölkerung einen Wissensvorsprung, das müsse man akzeptieren. Pardon, ich akzeptiere das nicht. Wir auch nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es sind falsche politische Entscheidungen von denjenigen mit dem unterstellten Wissensvorsprung, die uns alle erst in solche Situationen bringen, in denen der moralische Druck unerträglich wird und in der Frage gipfelt, willst du durch deine pazifistische Gefühlsduselei dazu beitragen, dass unschuldige Menschen weiter abgeschlachtet werden. Nein, das will ich dazu gar nicht. Und jetzt ist es in der Tat im Grunde unmöglich, das Richtige zu tun. Es ist die klassische Situation einer Tragödie. Man kann sich nicht mehr zwischen richtig und falsch entscheiden. Man kann sich nur noch zwischen falsch und falsch entscheiden. Aber es wird Zeit, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ob Irak oder Ukraine, falsche politische Entscheidungen des Westens, der mit Siegermentalität durch die Welt trampelt, sind für einen großen Teil der Probleme verantwortlich, die uns jetzt um die Ohren fliegen. Es wird Zeit, dass sich friedliebende Menschen in der Masse mal wieder aufraffen und für dieses kostbare Unfrieden etwas zu tun. Dazu gehört, sich zu informieren, umfassend zu informieren, so gut das geht, sich zu Wort zu melden, friedlich, gewaltfrei und aufrecht Farbe zu bekennen. Und sich nicht einschüchtern zu lassen. Und Farbe bekennen ist das Stichwort zu einem der Preisträger, Code Pink. Von Code Pink dürfen wir heute Medea Benjamin, Elsa Rasbach und Ty Berry begrüßen. Sinnigerweise wurde Code Pink an einem 2. Oktober gegründet, 2002 war das, dem Geburtstag von Mahatma Gandhi. Und zwar von Medea Benjamin und etwa 100 anderen Frauen, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, für Frieden und soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, mit Worten und Taten. Auslöser war der drohende Irakkrieg, was ja auch eine traurige Aktualität mit Blick darauf hat, was sich zurzeit im Nordirak
abspielt und nicht nur da. Die erste große Aktion dauerte 4 Monate, eine Mahnwache vor dem Weißen Haus in Washington, aber das war nur der Anfang. Die Code Pink Women, bei denen mittlerweile auch Männer zugelassen sind, agieren breit nach dem Nadelstichprinzip. Mittlerweile sind es 250 Gruppen in den USA, auch in anderen Ländern, und dadurch, dass es so viele sind, gibt es fast täglich Meldungen über neue Aktionen. Code Pink Women finden Sie in Ferguson, wo es zu Unruhen gekommen ist, die an schlimmste Zeiten erinnern, nachdem ein weißer Polizist einen schwarzen Jugendlichen erschossen hat. Ermordet. Erschossen, den Journalisten erschossen. Code Pink Women demonstrieren und protestieren gegen die Verhaftung von Journalisten in Ägypten. Sie melden sich auch immer wieder zu der Katastrophe zu Wort, die sich seit Jahrzehnten im Nahen Osten abspielt und fordern die US-Regierung auf, ihre einseitige verbale und vor allem finanzielle Unterstützung Israels einzustellen. Sie gehören zu denen, die all jenen die Stirn bieten, die Kritik an israelischer Politik nicht von Antisemitismus unterscheiden können. Bravo! Ich habe in einer Zeitung gelesen, hinter dem entwaffneten, niedlichen Aussehen verbirgt sich eines der effizientesten politischen Kommandos der USA. Ist ja kein Wunder, wenn Medea Benjamin sich immer wieder Zutritt zu Veranstaltungen verschafft, auf denen der amerikanische Präsident oder andere hohe Entscheidungsträger sprechen, um ihnen dann vor laufenden Kameras unbequeme Fragen zu stellen. Das ist wirkungsvoller als in manchen Demonstrationen. Allerdings hat es auch die eine oder andere Verhaftung zur Folge. In den vergangenen 11 Jahren ca. 50 Mal. Als Medea Benjamin im Mai vergangenen Jahres Präsident Obama bei einer Grundsatzrede zur nationalen Sicherheit mehrfach unterbrach, wurde sie zwar nach dem 3. Mal von Sicherheitsleuten aus dem Saal komplimentiert, aber sie konnte anschließend dann doch unbehelligt nach Hause gehen. Eine Verhaftung hätte wahrscheinlich für noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt als ihre Fragen. Wie etwa diese, Mr. President, können Sie der CIA die Drohnen wegnehmen? Oder was soll demokratisch daran sein, wenn nicht mal die gewählten Geheimdienstüberwacher im Kongress wissen, wer, warum auf der Kill-List, auf der Tötungsliste des Präsidenten steht? Das Thema Drohnen, Sie haben es eben ja auch schon lesen können, das Thema Drohnen, damit beschäftigt sie sich aktuell. Und auch bei uns in Deutschland steht es ja etwas dicker auf der Tagesordnung, seit unsere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, wie war das mit dem deutschen Fehler, über die Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen nachdenkt. Und es entbehrt ja nicht einer gewissen Komik, wenn eine Amerikanerin beklagt, dass die meisten Menschen in diesem Land, also die Deutschen, wenig bis gar nichts über amerikanische Kommandozentralen wissen, die von deutschem Boden aus weltweit mit Hilfe von Drohnen Menschen töten. Es ist bemerkenswert, wenn eine amerikanische Staatsbürgerin Deutsche ermuntert, doch vielleicht mal auf die Einhaltung der eigenen Gesetze zu achten. Die sehen sowas doch nun wirklich nicht vor. Verrückte Welt. Was Sie auf jeden Fall noch wissen sollten, Medea Benjamin ist 2005 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden und hat im vergangenen April den Gandhi Peace Award bekommen. Beides hier. Ja, genau.
Generation, in der so viele Frauen und Männer eine mutige Rolle spielen. Ich verkneife mir jetzt eine ausführliche Bemerkung über den Friedensnobelpreisträger von 2009. Es hat offensichtlich keinen Sinn, diesen Preis in der Hoffnung zu vergeben, derjenige möge sich dem Frieden besonders verpflichtet fühlen. Schade. Aber man sollte sich wieder darauf besinnen, Menschen auszuzeichnen und zu ehren, die sich unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit für den Frieden tatsächlich eingesetzt haben. Weil das zumindest die Chance bietet, andere zu ermutigen, ähnlich zu handeln, statt diesen renommierten Preis auf die Weise zu entwerten. Mir geht es übrigens wie Medea, auch ich hatte große Hoffnungen auf Barack Obama gesetzt. Aber offenbar waren wir durch das Auftreten von George W. Bush Jr. so geschädigt, dass uns alles andere paradiesisch geschieden ist. Medea Benjamin, Elsa Rasbach und Ty Berry kommen gerade aus Großbritannien, wo sie sich an einem großen Protestcamp der Friedensbewegung gegen die NATO beteiligen. Da fliegen sie nach dem Termin auch wieder hin. Denn am kommenden Donnerstag und Freitag findet ja dort der NATO-Gipfel statt. Auf die NATO komme ich gleich nochmal zu sprechen, das geht am Antikriegstag gar nicht anders. Schon gar in der augenblicklichen geopolitischen Lage. Aber jetzt möchte ich mich zunächst voll den anderen Preisträgern widmen. Lebenslaute, dieser Zusammenschluss von Musikern, die sich einmal im Jahr zu einer ungewöhnlichen, großen Aktion treffen, Lebenslaute gegen menschenfeindliche Politik, Musik als Mittel gewaltfreien Widerstandes. Lebenslaute ist eine Ecke älter als Kurt Pink. 1986 hat es begonnen. Ich wollte jetzt eigentlich die Namen derjenigen nennen, die nachher den Preis entgegennehmen und ihnen auch verraten, wer zu den Gründungsmitgliedern gehört. Aber die Gruppe ist so sehr Gruppe, dass es ihnen lieber ist, wenn ich keine Namen nenne. Also lass es. Das war die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, als dagegen protestiert wurde, die amerikanischen Pershing-2-Raketen auf deutschem Boden zu stationieren. Wissen Sie noch? Pershings gegen die sowjetischen SS-20. Da wurde der Stationierungsort Mutlangen blockiert. Haben Sie noch die Bilder von den Sitzblockaden im Kopf? Und genau dort fand die erste Konzertblockade statt. Ein paar Bilder konnten Sie ja schon sehen. Mit der Klampfe saßen ja viele da. Sie gehörte von jeher zu diesen Protestaktionen dazu. Es entstand ja quasi ein neues Genre der Liedermacher. Aber klassische Musik in Orchesterstärke, das war denn doch eher ungewöhnlich. Und noch etwas war ungewöhnlich. Damals bei dieser Premiere sind letztlich 120 Musiker zusammengekommen. Darunter welche, die bereits politisch interessiert und engagiert waren, aber auch schon mal bei der einen oder anderen Demonstration teilgenommen hatten, aber eben auch solche, die durch die Musik und diese Aktion überhaupt erst aufmerksam wurden. Und das beste Beispiel, habe ich gehört, war wohl der damalige erste Konzertmeister im Orchester des Süddeutschen Rundfunks. Er war vorher noch nie auf einer Demonstration, aber er war gegen Raketen und er ist gekommen und hat mitgespielt. Durch dieses Konzert in Mutlangen, 28 Jahre ist das mittlerweile her, entstand die Idee, klassische Musik auch weiterhin für zivilen Ungehorsam einzusetzen. Und das Besondere daran, die Veranstaltungsorte bringt man eher nicht mit Konzertgenuss in Zusammenhang. Sie stehen normalerweise dafür auch nicht zur Verfügung. Es passiert halt da.
Und die Musiker erscheinen im Orchesterkleid. Dieser Stilbruch, so läuft man ja nicht unbedingt auf eine Demonstration, oder begibt sich in Situationen, in denen man damit rechnen muss, vorübergehend festgenommen zu werden. Dieser Stilbruch wirkt in der Tat aus sich selbst heraus gewaltvermeidend. Wir wollen mit Stil stören, so hat es eine Teilnehmerin mal ausgedrückt. Und das funktioniert offenbar. Es geht um zivilen Ungehorsam, es geht um Widerstand an Orten, wo alle vorherigen Proteste nichts genützt haben. Übrigens auch mit Blick auf Aufmerksamkeit nichts genützt. Hat sich keiner für interessiert. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo örtliche Bürgerinitiativen oder Widerstandsgruppen von der lokalen Presse nicht wahrgenommen worden sind. Aber beim Auftritt eines ausgewachsenen Orchesters, da kommt man aus der Chronistenpflicht eines Journalisten ja schlecht raus. Das ist spektakulär, das lässt sich nicht verschweigen. Ein Teil der heute anwesenden Lebenslaute-Mitglieder kommt genau wie die drei von Code Pink von der Arbeit sozusagen. In dem Fall aus Eisenhüttenstadt. Dort befindet sich die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Brandenburg. Und das war der Veranstaltungsort für das diesjährige Konzert. Wenn man einen Blick in die Statistik wirft, dann stellt sich heraus, dass die meisten Aktionen, nämlich 17, sich gegen Militärisches richten. Stationierungsorte, Truppenübungsplätze und Plätze und so weiter. An zweiter Stelle steht das Thema Atomkraft und seine Gefahren. Wer redet heute noch von Wackersdorf? Der Wiederaufbereitungsanlage, die nie gebaut wurde und trotzdem so viel zerstört hat. Im realen und im übertragenen Sinne. Und an dritter Stelle folgt das Engagement für Geflüchtete, so wie eben auch in diesem Jahr. Ich wollte Ihnen ja noch sagen, warum ich mich besonders freue. Über Lebenslaute, weil meine persönliche Beziehung zu Musik eine sehr starke ist und ich von klein auf die völkerverbindende Wirkung von Musik erlebt habe. Weil sich nur durch Musik und nicht durch Worte Empfindungen ausdrücken lassen, die zutiefst menschlich sind. Mein Vater war Konzertmeister im Sinfonieorchester des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Und er hat mich früh gelehrt, dass Schubladendenken Blödsinn ist. Von wegen E- und U-Musik, ja, Ernste und Unterhaltungsmusik und überhaupt. Schubladendenken ist Blödsinn. Kurz und gut, weil auch ich auf die Kraft der Musik vertraue, freue ich mich über den Preis an Lebenslaute. Voraussetzungen ausgehen und falsche Entscheidungen treffen. In der Wirtschaft
Wirtschaft kosten falsche Entscheidungen Geld. In der Politik hin und wieder den Krieg. Feindbilder haben in der Geschichte immer eine verheerende Rolle gespielt. Solche Persönlichkeiten wie Hans-Dietrich Genscher, Michail Gorbatschow, der hat seinen Friedensnobelpreis wirklich verdient. Der hat ihn. Die Sowjetunion hätte uns genauso um die Ohren fliegen können wie das ehemalige Jugoslawien, wenn Gorbatschow nicht eine so intelligente Politik betrieben hätte. Das wird nun so schnell vergessen. Und für Selbstverständlichkeit. Also Genscher und Gorbatschow werden nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, wie gefährlich dieses Spiel mit Feindbildern ist. Und es ist erschreckend leicht, Menschen kriegsbereit zu machen. Man muss sie nur mit den richtigen bzw. falschen Informationen füttern. Und ihnen Beweise vorlegen, die keine sind. Sie erinnern sich an den Beginn des Irakkriegs? Das ist kein Einzelfall. Die Liste ist lang und wird nahezu täglich länger. Ich bin Ihnen ja noch die Bemerkung zur NATO schuldig. Als ich damals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Warschauer Pakt aufgelöst hat, der Gegenspieler der NATO, wenn Sie so wollen, da wäre es die richtige Entscheidung gewesen, auch die NATO aufzulösen. Und sich gemeinsam um eine neue Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung Russlands zu kümmern. Denn die NATO taugte nicht mehr für die Gefahren der Zukunft, die damals schon absehbar waren. Die NATO taugte nicht zur Bewältigung von Regionalkonflikten. Sie war als Verteidigungsbündnis gegründet worden und hat in Zeiten des Kalten Krieges und des Ost-West-Konflikts ihre Berechtigung gehabt. Aber nachdem die geopolitische Landkarte durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und die deutsche Vereinigung dermaßen durcheinander gewirbelt wurde, war die NATO ein Anachronismus und hat bis heute eine einigermaßen stabile Sicherheitsarchitektur verhindert. Wie naiv oder arrogant muss man eigentlich sein, zu glauben, in Europa eine Sicherheitsarchitektur ohne Russland oder gar gegen Russland hinzukriegen. Die Dramatik der damaligen Auseinandersetzung zum Thema NATO-Osterweiterung ist im Westen weitgehend vergessen. In Russland ist sie immer noch mit einem Wortbruch verbunden. Von eisenfesten Garantien war damals die Rede, als es um die deutsche Vereinigung ging. Unter anderem nachzulesen in einem Buch von Condoleezza Rice. Erinnern Sie sich noch? Die war mal Außenministerin. Condoleezza Rice war eine enge Mitarbeiterin des damaligen amerikanischen Außenministers James Baker. Und sie hat in ihrem Buch, das sie zusammen mit einem Kollegen geschrieben hat, geschrieben. Eisenfeste Garantien hat man damals schon gegeben. Und was ist raus geworden? Die NATO-Osterweiterung hat ohne Not dafür gesorgt, dass aus den ehemals zwanghaft verbündeten Gegenspieler Russlands geworden sind, die alles andere als freundschaftliche Gefühle für Moskau haben. Es ist ein Desaster, dass in der erweiterten EU die neu hinzugekommenen Mitglieder die Außenpolitik der EU bestimmen, die allesamt noch offene Rechnungen mit Russland haben und gar nicht laut genug nach Sanktionen und härterer Gangart gegen Russland rufen können. Wie mühselig war es zu Willy Brandt und Egon Barth zeigen, eine neue Ostpolitik zu erarbeiten, die auf Wandel durch Annäherung setzt. Wie langwierig ist es gewesen, Vertrauen aufzubauen, auf dessen Grundlage die
die deutsche Vereinigung überhaupt erst möglich wurde. Und all das wird nun leichtfertig aufs Spiel gesetzt, weil wir die Welt wieder in Gut und Böse einteilen. Die Guten sitzen hier und die Bösen sitzen in Russland. Nein, es sitzen Gute und Böse hier und es sitzen Gute und Böse in Russland. Und deshalb müssen auch die Guten oder vielleicht besser gesagt die Friedliebenden und vor allem die Intelligenten über Grenzen hinweg zusammenarbeiten und endlich dafür sorgen, dass sich Gesellschaften nicht von machtverliebten Psychopathen drangsalieren lassen, ganz gleich auf welcher Seite sie sind. Jawohl. Wer zum Frieden beitragen möchte, der muss sich von Entweder-Oder-Positionen verabschieden. Entweder-Oder-Positionen verabschieden. Ich habe gehört, was? Er muss sich von Entweder-Oder-Positionen verabschieden. Es gibt nicht nur Gute und Böse, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt ganz viel dazwischen. Der Satz funktioniert auch nicht, wenn nicht für mich ist, es gegen mich. Und auch das mit den Schubladen ist dumm und gefährlich. Lass mal gucken, ob ich auch noch klatschen. Ich habe mich zum Thema Ukraine zum Beispiel in den letzten Wochen am intelligentesten mit Militärs unterhalten. Die wissen, wovon sie reden, wenn es um Frieden geht. Bei manchen Politikern und Journalisten habe ich nicht den Eindruck. Die verbale Aufrüstung macht mich fassungslos. Ja. Frieden ist harte Arbeit, wem sage ich das? Die ist aber hin und wieder auch nötig macht, keine Rücksicht darauf zu nehmen, was gerade als political correct gilt und in den Mainstream passt. Und deshalb wünsche ich unseren Preisträgern und Ihnen allen viel Kraft im Bemühen zum Frieden beizutragen. Ich danke Ihnen vielmals.